Glaubst du, die checken, dass unser Intro noch nicht fertig ist? Ach was, das checken die doch nicht. Komm mal wieder, Play. Okay. So erledigst du deine Hausaufgaben am schnellsten. Der Shit Guide zeigt dir, wie es geht. So, was habe ich denn heute mal wieder auf? In der ersten Stunde, da habe ich Historik bei Frau Isk geschrieben. Das ist Seite 13 Absatz B. Ja, da benutze ich einfach mein Grundwissen. So, weiter geht's. In der zweiten Stunde habe ich mathematische Kalkulation bei Frau Kranich nix. So, wollen wir mal gucken. Ah, das ist blöderweise vor der ersten Pause. Da kriege ich einfach wieder Blasenbluten, dann bin ich für die erste Viertelstunde wieder reserviert. Komm nicht und die Hausaufgaben wurden schon korrigiert. So. In der dritten Stunde habe ich Betriebswirtschaftsrechnungswesen bei meinem Pleite. Eieiei, das ist aber ein dicker Schinken. Die 20 Minuten der Pause machen meinen drastischen Zeitverschluss zwar wieder wett, aber ja, gleichgestellt mit dem Kosinus-Saktus von letzter Woche und gemessen von der Zeitspiegelung. Da komme ich nicht auf einen Nenner. Den bringe ich einfach wieder Pralinen mit. Das wäre dann auch erledigt. Masterplan. Ne, Genie. Erstelle einen durchdachten Masterplan. Ah, oh, scheiß drauf, ich nehme jetzt einen Füller. Nein! Halte immer deine besten Stifte bereit. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Das werden die mir schon glauben. Hausaufgaben, check! Vergiss nicht, deine Katze zu füttern. Jo, Flo, was geht ab, du Nudel? Alles klar bei dir, Mann! Das ist gerade so ein Scheiß gedacht, Mann. Wir sind jetzt Freizeitpark, Mann. Und die Stimmung ist einfach so geil, Mann. Kommst du bitte, komm mal, Mann. Du verpasst hier dein Lebensereignis, Mann. Es macht so Bock. Was denn? Komm wieder auf die Schaukel. Ja! Jo, sorry, Bro. Ich hab den ganzen Arsch voller Hausaufgaben. Ich weiß nicht, wie du das hinbekommst, aber bei mir wird's heute leider nichts mehr. Sorry, ey. Was ist los? Sei immer erreichbar. Punkt. Boah, endlich mit dem Aufsatz fertig, Mann. Ey, ich schwöre, die Lehrerin wird so stolz auf mich sein. Ich glaube, so lange habe ich noch nie geschrieben, Mann. Jetzt nur noch schnell die Blätter einsammeln. Schütte Kaffee über deine Hausaufgaben. Junge!
auf Sauberkeit am Arbeitsplatz. Bist du jetzt endlich fertig mit deinem Aufsatz? Jo, bin am letzten Satz. Musst du ja den ganzen Aufsatz nochmal schreiben. Willst du mal sehen? Jo, warte, ich komme. Zeig mal her, was du da so hast. Oh, fuck. Schütte Spaghetti auf deine Hausaufgaben. Jo, das war's jetzt von unserem zweiten Video von unserer Serie Shit Guide. Wir hoffen natürlich, euch hat das alles geschmeckt, gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns auf jeden Fall mit einem grünen Daumen nach oben und wir werden uns sehr darüber freuen. Habt ihr vielleicht sogar auch selber schon ähnliche Situationen erlebt oder ganz andere? Egal was, schreibt es in die Kommentare, wir sind schon gespannt. Wenn ihr noch nicht genug von unseren glorreichen Ideen habt, schaut euch da oben das erste Video an, denn... Die Show ist schon vorbei, Mann. Ja. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht genug von unseren glorreichen Ideen habt, schaut euch doch unseren ersten Teil vom Shit Guide an, denn da erfahrt ihr, wie man perfekt in jeden Tag startet. Oder das andere Video, das auch sehr lustig ist. Da haben wir Länderraten gemacht, was auch sehr, sehr lustig war. Also, schaut vorbei und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao! So, in der dritten Stunde habe ich... Bitte. Fuck! So, in der dritten Pause... Fuck, du hast gelacht! Du hast auch gelacht! Also, das ist so gleich gesagt. Scheiße, Mann! Das ist ja perfekt gewesen, fick dich doch! Wieso geht's nicht? Sorry. Das war einfach ein Staubsaugerfluss, war das von 50 Euro. Alter, was habt ihr da hinter mir vorgestellt? Euer einziger Pieps, Mann, das ist doch kack so. Ja. Gespannt, Mann, ich hab da voll reingetan. So viel hab ich noch nie geschrieben, Mann. Die Lehrerin wird so stolz auf mich sein. Das ist noch schnell die... Punkt! Oh, endlich bin ich nicht mehr... Ah, Mann! Das gibt's doch nicht! Die Lehrerin wird so auf mich stolz sein. So stolz. Fuck! Ey, das war jetzt schon ein Hirntrap. Alles klar! Du machst also. Ohne Scheiß, ich hab grad voll einen Brainfuck. Fuck! Mein Buch! Zeig mal, was du da so hast. Warum lachst du? Ich kann nicht mehr. Hausaufgaben.